Hallo meine Punkfreunde und Punklenten, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Wir sind hier im Garten stehen geblieben und ich sehe schon, was für Zombies wir hier noch auf uns haben. Oh, das ist, oh Gott. Eimer-Zombie, ja, die haben wir schon gesehen, aber trotzdem, die sind mega, mega robust. Robuster als die. So, was nehmen wir denn da? Das wäre halt gut. Ja, wen noch? Die beiden. Perfekt, machen wir so. Du, oh, dann auf die Spitze fertig pflanzen. Yay. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich erzählen, aber jetzt habe ich alles vergessen. Das ist super. Das ist richtig geil. Oh Gott, da kommt einer. Hilfe. Hallo. Brauche genug. Obwohl, ich könnte den auch benutzen, aber ich mir jetzt erstmal. Wird. Hallo? So. Okay. Hab das Spiel schon eine Weile lang nicht mehr gespielt, so eine Woche oder so. Aber ich denke nicht, dass es mich irgendwie handicappen wird oder so, wie auch immer das heißt. Blablabla. Okay, der kommt auf der gleichen Linie, das ist gut. Okay, dann machen wir das so. Vergessen, was ich erzählen wollte. Das ist richtig lame. Jetzt ist die Folge mega langweilig. Deshalb singe ich. Oder so, keine Ahnung. Ja, Johnny, drop the beat. Dip, 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 dip. Keine Ahnung, was ich mach, aber ich hab Spaß dran. Also lasst mich in Ruhe. Yeah. Das werde ich bestimmt später noch bereuen irgendwann, wenn ich das so weiter singe, Alter. Dann kill ihn doch endlich, ja, weißt du was? Hier. Boom. Oh, der lädt aber auch lange auf, das ist doof. Das ist nicht cool. Naja, rein. Bam, bam. Oh, zwei Wellen diesmal. Wir werden aber in dieser Folge, denke ich mal, weiß ich nicht. Oh Gott. Das Minispiel machen, also die fünfte. Das Mini, die Mini-Boss du gesehen, keine Ahnung. Zack, okay. Was machen wir jetzt? Was? Ach, das ist ein Minispiel freigeschaltet. Oh, yay! Jetzt können wir ein Minispiel spielen, die spielen. Sonst habe ich vergessen, was ich legen soll. Da. Perfekt. Passt schon. Ich weiß nicht, was ich legen soll. Dann nimm halt so ein Eistübi oder so dahin. Ich weiß es nicht. Hilfe. Halt, ich bin verwirrt. So, die obere Reihe, denke ich, ist fertig. Mach das mal so. Oh Gott, nein, da kommen so viele! Was mein ihr? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir machen da mal so, damit der langsamer ist, damit wir ihn schneller killen können. Diese Geräusche, wenn die einfrieren, das ist super. So, haben wir was? Nee, oder? Eine neue Welle kommt. Ich habe Angst. Ah, guck mal, wer da oben ist. Das ist ja super. So. Passt perfekt. Nö, nee, kommt jetzt da nicht durch. So, wir sind jetzt gleich fertig mit unserer Reihe. So. Und ich habe auch keine Vorschläge bekommen von anderen Formationen, wie ich meine Zombies halten soll. Von daher gehe ich mal davon aus, dass meine Formation, die ich gerade habe, ziemlich gut ist. Zumindest komme ich damit zurecht, ganz gut so. Ja. Und ich weiß, dass die Folge jetzt irgendwie voll lame wird, weil ich
nicht wirklich was erzählt. Tut mir leid. Mir ist einfach nichts mir ist das eingefallen, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte, direkt am Anfang, als ich es aufgenommen habe. Und das ist natürlich epic fail. Super. So, aber wir sind jetzt gleich fertig. Müssen jetzt wieder ein paar besiegen und dann war es das schon. Zumindest haben wir eine nice Musik gewinnt. Yeah, yeah, yeah. Ach, guck dir das mal an. Guck dir diese Noobs an. Die haben keine Chance gegen meine Pflanzen. Oh yeah. Oh yeah. Die sind richtig schlecht. Können einfach gar nichts, wie man sehen kann. So, da was hin und dann haben wir hier alles voll. So, jetzt möchte ich ja noch so eine Walnuss. Und dann können wir hier noch ein paar platzieren, denke ich mal. Also, Wasser kann man hier nicht platzieren. Komm, gib mir die Walnuss. So, geht doch. Okay. Wir könnten die noch aufrüsten zu denen. Dann machen wir nämlich 5 Schaden auf einmal. Die zwei und der nochmal einen. Das ist gut. Können wir so einen Kurs machen. Zack. Nice. Eventuell können wir auch die hier nochmal wegmachen oder nochmal so viele von denen machen. Why not? Dann kriegen wir vielleicht mehr Money. Schon, wir kriegen noch Money. Money habe ich vergessen. Ja, Money. Kann man nur Money vergessen, Alter? Was ist mit mir denn los? So, jetzt habe ich die letzte Welle. Dann bin ich nicht so lange hier die Welle, ne? Was ist die Runde jetzt hier? Oh, die lassen mal an. So einer. Gibt es erstmal Stress hier? What? Double Kill. Nice. Very, very nice. Das macht Money. Gut. Und das war's auch schon. Wir haben gewonnen. Yeah. Oh, was ist das denn für eine? Was ist das denn für eine? Ah, das ist so eine Dreier. Was? Es gibt noch eine bessere Version. Oha, wie OP. Triplinat und verschießt Erbsen in drei. Achso, in drei Reihen. Ah, das ist. Die mal verschießt in verschiedenen Reihen. Okay. Oh, Debbie Dave kommt. Willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Er kostet 5000, aber du kannst dann in jedem Level unter 8 statt nur 7 Samen wählen. Willst du das? Ja, klar. Geil, Mann. Yo, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. So, jetzt sind wir die gleichen alle, würde ich sagen. Ja, passt. Ja, machen wir. Was machen wir? Dam, da, da, dum. Wusste gar nicht, dass es die gibt. Also, schon, also, nein, also. Ah, ich habe vergessen, dass es die gibt. Sagen wir es so. Natürlich weiß ich, welche Pflanzen es gibt. Nur ich habe es halt vergessen, weil ich das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ja. Yeah. Okay, da kommt Zombie. Geh mir schnell Sonnenenergie, please. Blitz, gimme. Das war japanisches Deutsch. Habe ich mir letztens selber beigebracht. Auf wix.de kann man sowas lernen. Ups. Okay, Spaß beiseite. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich das nicht mehr schaffe. Zeitlich, ja. Also, dass ich jetzt hier zu viel auf die Sonne, auf die Sonnenblumen konzentriere, dass ich dann keine Zeit mehr habe, diese zu planten. Oh, das ist ein bisschen doof. Aber ich denke, das schaffen wir. Ja, das sollten wir. So, da kommt es nicht mehr durch. Zack. Und jetzt kommt da unten. Seht ihr, das meine ich. Jetzt, oh, komm, gib mir schnell. Gib schnell. Hallo. So, geht doch. Okay. Okay, das sollten wir noch schaffen da unten. Die sind halt wirklich schwach. Die Pilze sind halt wirklich stärker. Und ich habe gehört, dass es auch später eine Möglichkeit gibt. Die Pilze, die schlafen nämlich normalerweise am Tag. Aber es gibt später eine Möglichkeit, die dann wach zu bringen. Mach's doch nice.
Kann ich ja schön naschen. Ist mir jetzt ja auch egal. Ja, schmeckt ihm wohl, was? Alter, wie oft willst du noch naschen? Du machst ihn nicht kaputt. Hey, ich schwör, wenn er den kaputt macht, ne? Oha, guck mal. Den gefällt das überhaupt nicht. Siehst du das nicht? Den gefällt das überhaupt nicht, Mann. Okay, zumindest lebt er noch. Ups. Jetzt habe ich das Fenster verschoben. Ach, das... Mann. Ja, es ist, wenn das Spiel so klein ist. Großer Kritikpunkt, das Spiel ist klein. Nee, Spaß. Das ist nur ich, weil ich so ganz schnell hier bewegen möchte und dann überall draufklicke und außerdem falsch draufklicke. Ist halt doof. So, jetzt können wir gleich mal die anderen neuen Pflanzen da ausprobieren. Also die neue Pflanze hier. Auf die bin ich schon mal gespannt, wie die funktionieren wird. Geil, Mann. Ich würde sagen, die setze ich dann auch hier hinten hin, oder? Ja doch, kann man machen. Mache ich hier mal eine hin. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, weil ich jetzt nicht in drei verschiedene Richtungen schießen kann. Trotzdem mache ich aber alles voll mit denen. Okay. Ich habe hier so ein paar Seerosenblätter. Ich habe auch gesehen, die haben Augen hier. Seht ihr das? Die haben da Augen. Das wusste ich sogar noch gar nicht. Ich habe das wirklich nie bemerkt. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, was ich jetzt hier habe. Ich bräuchte noch ein wenig Sonnenenergie. Hallo? Hallo! Schnell! Dann nehme ich mal so. So, hier oben ist fertig. Komm. Oh, Manni. Geil. Natürlich falsche Richtung. Jetzt kommen da voll viele. So, jetzt mache ich ja so einen hin. Falls sie sich trauen, hier hinzukommen. Dann gibt's richtig Stress, sag ich denen. Na, sag ich denen. Dann gibt's richtig aufs Maul. Ja, komm. Alter, abgetaucht. So, damit ich den eine Walnuss hinfahren kann. Nein, der lebt noch! Wieso lebt er noch? Geh ihn halt! Schnell! Alter, nein. Okay, ist down. Na, eins. Oh, da ist so ein Tauchzombie. Die sind auch blöd. Da können wir jetzt auch gerade auch nichts gegen machen, leider. Jetzt können wir nochmal so platzieren. Machen wir das. Und wie schießt er jetzt? Oh, er schießt wirklich drin. Alter, ist das OP. Das ist mega. Okay, der kostet auch mega viel, aber trotzdem ist das OP. So. Ey, der frisst. Oh, richtig den Kopf. Oh Gott. Ja, so geht das. YouTube, please don't demonetize me, thanks. Okay, ihr kein Money für das Video, aber trotzdem. Toll. Roffel XD. Kann sein, dass ich hier wieder mal ein bisschen Geld vergesse zu einzusammeln oder halt nicht sehe. Tut mir leid. So. Ganz langsam hier gefressen, ne? Nicht so voreilig. Ja, ganz langsam. Weiß gar nicht, ob wir jetzt sogar den Shop freigeschaltet haben. Das können wir ja mal gleich mal nachgucken, denke ich. Dann gibt es ja Sau. Jetzt tue ich mir mal so ein. Kommt jetzt gleich die letzte Welle. Und danach machen wir nur noch Minispiele, denke ich. Ja, das schauen wir noch. Das freigeschaltete Minispiel, das gucken wir uns vielleicht mal am Ende des Displays oder so an. Weiß ich nicht. Wie, der hat den aufgefressen? Was? Der hat den aufgefressen? Jetzt habe ich gleich gesehen. Oh nein, ich wollte die Gesichter sehen. Die haben voll coole Gesichter immer. Warte, so. Okay. Trigger Zombie, Alter. Aber hier keine Chance gegen meine Wall. We have a great wall. You know? So. Du, du, du. So, GPA, ich will so eine Triple Kanone hier. So. Mal so einen nochmal, den Dupinator, denke ich. Das ist schon die letzte Welle. Okay, ich sollte die niemals an den Rand setzen, das merke ich mir. Weil das ist unnötig, weil die können dann nicht nach oben schießen. Ist auch klar, weil da oben ist nichts mehr. So,
So, Vollständigkeitshalber. Leider haben wir jetzt die noch so mal, aber ist okay. Was kriegen wir denn da? Ach! Wait! Ist es das, was ich denke, was es ist? Kannst du nicht die anderen Zombies runterziehen ins Wasser? Ist das nicht so? Schlingtang, Wasserpflanze, die einen Zombie unter Wasser zieht. Genau, die sind richtig cool. Die sind auch voll billig, aber die laden halt mega lange auf dafür. So, ich weiß jetzt nicht, kann man irgendwie in den Shop? Warte, ich werde mal ganz kurz ins Hauptmenü gehen. Ob man hier, zum Beispiel habe ich hier Minispiele. Ja, kann man hier alle freischalten. Aber irgendwo kann man doch in den Shop oder nicht? Oder ist es später? Das ist nur später. Okay, dann machen wir weiter. Das Minispiel kommt noch nicht. Wait, hä? Ich dachte, jetzt kommt das Minispiel, oder? Verwechsel ich gerade irgendwas, hä? Okay. Ach, by the way, wenn ihr beide Tasten, also links und rechts auf einmal drückt, dann kommt diese Animation hier nicht, dass es so hoch geht, ne? Nur so. Kann man wenig Zeit sparen, so. Obwohl. Was haben wir denn hier so? Aber oh, der ist halt schnell und dann. Ich nehme den. Komm. Nehme den. Den habe ich, by the way, nur zur Sicherheit. Falls ich noch 50 Sonnenenergie habe und ich kann nicht angreifen, dann nehme ich den. So, jetzt sparen. Für den da. Und dann sofort hin platzieren, weil jetzt kommt nämlich ein Zombie. Jetzt, yes, ja. Drei Wellen! Okay, dann schaffe ich das Videospiel für heute doch nicht. Oh man. Drei Wellen, ey. Krass. So, jetzt kommt noch ein Zombie. Das müssen wir schnell aufladen. Ich habe das beste Commentary in diesem Video. Bin voll am Plappern. Pausenlos hier. Damn, damn, boy. Den kill ich einfach gleich mit dem hier. So, machen wir das so. Ich will es endlich hier so aufladen. Ich glaube, es gibt auch später noch Baby-Zombies, kann das sein? Oder habe ich zu viel Minecraft gezockt? Haha, haha. Lustig, oder? Das war eine tolle Minecraft-Anspielung, ich weiß. Keine Brains. Für dich. Und für dich auch nicht, mein Freund. Ich geh jetzt auch so ein rein hier. Wenn er kommt. Richtig zermatscht, Alter. Mit dem grünen Kürbis hier. So. Ist immer gut, wenn man hier die Sonnenblumen immer als erstes durchmacht, finde ich. So, jetzt machen wir mal hier einen hin. So, okay. Jetzt können wir hier noch ein paar hinpflanzen. Ich würde sagen, die Triplinator. Ich würde sagen, die pflanzen wir dorthin. Ich kann nicht mehr reden, Mann! Nee, warte, das spielt ja jetzt gut, oder? Nee, das kriegt er doch noch. Ja, okay, gut. Oha, Alter, wie der weint. Hör mal auf, ihn zu kauen, Mann. Der soll nicht gekaut werden. So, hier ein Wein. Guck dir die mal an, dieses Monster, Alter. Die sehen richtig cool aus. Oh, die sind auch richtig nice, die stehen Stinktang. Ich würde sagen, Tang. Legen wir mal hier so einen hin. Für die brauchen wir nämlich keinen, weil das sind Wasserpflanzen. Die können da einfach so ohne Seeblatt drauf. Okay, jetzt haben wir zwei. Das ist doch eine So, kein Durchgang für euch. So, was machen wir da jetzt? Eispflanze wäre ganz gut, irgendwie. Wo kommen wir denn mal hin und so? Ja. Mach ich hier mal so. Geld, yes, okay. Für so eine Walnuss gleich. Oh, okay. Müssen wir noch ein wenig warten.
Oh Gott, schon richtig lang die Folge. Ich glaube, die Folge bekommt heute eine Überlänge. Das ist halt nicht so ganz gut. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch irgendwie in irgendeiner Art entertaine. Ob ich euch beim Einschlafen helfe oder einfach so im Hintergrund anhabe. So, oder als Gameplay bei meinem Video, als Gameplay benutzt, weiß ich nicht. Ich hoffe, irgendwie ist das trotzdem Entertainment. Oh, was ist mit dir denn los? Lecker. Egal, der wird jetzt einfach so runtergezogen, sind wir jetzt hier. Und jetzt frisst er den auf. Und so entstand ein Creepypasta. What the fuck? Okay, sorry. Können noch in so einem. Oh nee, lass doch mal hier. Wait, was? Die haben hier durch. Oh mein Gott, die haben es kaputt gemacht. Oh nein, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Du kommst hier nicht vorbei. Es gibt ja wirklich Leute, die gucken halt so YouTube-Videos. Das Einschlafen. Ich meine, teilweise. Also an der einen Hinsicht ist sowas halt positiv gemeint. Man kann sagen, ja, deine Stimme oder dein Video ist halt schön entspannend. Kann man halt gut bei einschlafen. Andererseits ist so, ja, ist voll langweilig, Alter. Da schreibe ich sofort ein. Weißt du? Kann man halt in beiden Hinsichten sehen. So. Aber ich sehe das größtenteils eigentlich positiv. Ehrlich gesagt. So, was machen wir? Oh, jetzt haben wir die Ecke noch gar nicht voll. Da können wir auch noch irgendwas machen. Nochmal solche. Machen wir hier überall hin, welche. Dann nochmal so ein. Why not? Yeah, jetzt machen wir richtig viel Damage. Oh, jetzt hätte ich hier vielleicht lieber so einen hinsetzen können. Egal. Egal, ist ja okay. Machen wir so. Lass mal jetzt so. Okay. Kein Money? Irgendwo Money so. Ein bisschen droppen. Da, dankeschön. Und da auch nochmal. Dankeschön. Echt nett von euch. Zack, okay. Voll. Lass mal sehen, wie schnell die killen. Guckt euch das mal an, Alter. Wie viel Damage. Guckt euch mal an, wie viel hier rumfliegt, ey. Die sterben instant. Die haben keine Chance, rüberzukommen. Guck mal, ich pflanze mal so einen hin. Pflanziere, würde ich sagen. Geil. Nee, ich pflanze mal hier so einen hin. Mal gucken, ob die da hinkommen. Das hinschaffen wahrscheinlich nicht, oder? Wir kriegen auch so viel Geld jetzt gerade. Yeah, yeah. Das Samenpaket ist aber auch immer wert, finde ich. Aber wie man sehen kann, kann es sich noch einmal verschieben. Also man kriegt noch mal ein Samenpaket, soweit ich weiß. Aber ich glaube, das kann man nicht durch einen normalen Spieldurchlauf bekommen, sondern einfach durch, ja, was soll ich sagen? Durch, ich habe vergessen, was sagen würde. Durch Dippy Days Shop. Den schalten wir noch frei. Irgendwann. So, ich patze jetzt hier noch welche hin. Aber das ist jetzt auch egal, es waren genug Sonnenenergie irgendwie. Okay. Gut. Dann sammle ich ein bisschen hier, glaube ich, mehr aus Geld. Ich das eine. Ups, ist gut. Nochmal? Alles gut, okay. Ja, OBS schockt mal rum. Ich hab nur Blut. Genau. Was? Wie ist er denn hingekommen? Oha, krass. Lassen wir hier nochmal so einen Sehntag nehmen. Dann sehen wir das ja auch nochmal. Wie wir den hier mitnehmen. Komm her, Kleiner. Hier gibt's hier guten YouTube-Content. Und dann ist er weg. Kennt ihr den Meme? Ja, super. Ja, super. So. Sagen, weil ich so ein rich Kind bin, mache ich da noch mal so einen hin. Ich bin mega rich, wisst ihr. Okay, das war's. Lass mich noch killen.
Und ja, die Folge ist gerade mega lang. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil... Also manche Folgen, also Leute, die halt Let's Plays nicht wirklich gucken, die beschweren sich halt. Wieso sind Let's Plays Folge immer so 20 Minuten, sollen 15 oder unter sein? Und andere Leute sagen halt, die dieses Play halt gerne gucken. Kannst du die Folge so wenig länger machen? So mehr als 20, wenig oder so? Ja, jetzt, oh, ein Schlüssel. Ich glaube, jetzt schalten wir endlich den Shop frei. Mit dem Schlüssel. Oh, das wäre ein Traum. Debbie Daves Autoschlüssel. Jetzt kannst du den Laden von Debbie Dave aussuchen. Yes. Hier, das ist der Laden. Hey, du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was das bedeutet? Debbie Daves Krimskrams Laden hat wieder geöffnet. Sieh dich ruhig um, vielleicht findest du ja was, was dir gefällt. Genau hier. Das ist halt mega teuer. Wir haben 1000. Diese Poolreiniger sind in Levels mit einem Pool eine zusätzliche Verteidigungslinie. Ja, ich brauche aber keine Verteidigung. Dieser Rechen schaltet den ersten Zombie aus, der drauf tritt. Er hält 3 Levels. Okay. Ja, okay. Ich will die Folge nicht noch länger machen, als sie schon ist. Sie ist mega, mega lang. Es tut mir leid, dass die Folge ein bisschen lang ist. Ah, aber ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Im nächsten Part. Bis gleich. Oder bis zur nächsten Folge. Bye.